Hallo Leute und willkommen endlich wieder zurück bei Tales of Vesperia Definitive Edition. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, zusammen sind wir viel besser. See how much better it is when we're all together? It's times like these that give you a sense for how important cooperation really is. Yeah, I guess. The runt said something smart for once. Not that we've done anything all that cooperative yet. That's all right. Just being together makes this place less frightening. I wonder if it's really that simple. Ah! It's a four-legged hell beast! Ah! Oops, my bad. Must have just been the pooch's shadow. Oh, you are so dead! I'm gonna kill you and leave you haunting this ship! Ach ja, die haben sich wie immer alle lieb. Also wir sind ja jetzt hier an Bord eines Geisterschiffs hier, das Geisterschiff Arterum, um genau zu sein. Und am Anfang sind wir ja eigentlich getrennt aufs Schiff gegangen. Mittlerweile sind aber eigentlich alle wieder da. Die ganze Gruppe hat sich jetzt hier wieder gefunden. Und ja, Patty, wie gesagt, ist jetzt endlich ein dauerhaftes Gruppenmitglied. Hat ganz schön gedauert, bis sie sich uns wirklich angeschlossen hat. Und ich finde, sie hat ein ziemlich cooles DLC-Kostüm, was ich hier auch schon angezogen habe. Kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen hier. Das ist nämlich Piratenkönigin. Das ist einfach in Rot. Das finde ich echt cool. Gefällt mir persönlich auch besser wie ihre Standardkleidung. Die finde ich ein bisschen dunkel. Also das ist echt cool. Die Königin der Piraten auf der Suche nach Schätzen und Hoffnung segelt sie über die See. Weil, wie gesagt, hier das ganz normale, das ist halt, ja, man, Piraten tragen jetzt eigentlich auch eher dunkel. Aber das Rot finde ich, das steht ja auch ganz gut und... Ja, wir müssen jetzt trotzdem wieder versuchen, hier irgendwie wieder runterzukommen von dem Schiff, um weiter zu segeln. Ich bin mir jetzt eigentlich gar nicht so sicher, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Müssen wir jetzt hier wieder nach oben? Oh ja, hier sind leider unsichtbare Gegner, die nerven auch ganz schön. Diese Geister hier, die sind, ja hier, Poltergeister, die sind unsichtbar und schleifen sich einfach so von hinten an. Richtig frech. So, ich glaube, sie hat gerade ein neues Arte gelernt, die liebe Patty, und zwar die Knallbombe. Habe ich jetzt gerade gelesen. Kurz gucken. Fertigkeiten? Ah, ne, Artes. Hier, Artes, Patty. Wo ist es? Hier, Knallbombe. Basisarte. Wirf eine Bombe und lass sie mit einem Wurfmesser explodieren. Abhängig von deinem Glück brauchst du vielleicht mehrere Messer. Ja, hat sie jetzt einfach mal gelernt. Weil sie cool ist. Ich glaube, einen Titel hat sie jetzt auch noch gekriegt irgendwann. Also einen anderen, der jetzt kein Kostüm hat. Genau, Bootsmann. Ausguck bemannen, den Backbootbug freimachen. Wir versenken jeden leidigen Kutter, der sich uns in den Weg stellt. Ja, aber wie gesagt, ich bleibe jetzt hier bei Piratenkönigin. Das gefällt mir persönlich jetzt echt am besten. So. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Ich hoffe, dass das richtig ist. Look! Year 232 of Asul, 13th day of Blue Air. The Asul period and the month of Blue Air are from a time before the Empire. So, over 1,000 years ago. That long? Adrift 5 and 40 days. Food and water used up. Men succumbing to thirst and starvation. I cannot give in, though. I must see the Clear Ciel crystal safely to Jormungandr. This crystal holds the power to banish the monsters, and with it the town may yet be saved. I have stored the Clear Ciel crystal in my red chest, a gift from my dear Yuefan. It won't be much longer until I am in her arms again, and then we will all be saved. But he wasn't able to return to his town. He passed away here. Come on, Estelle. It was more than 1,000 years ago. So, this ship's been wandering the open seas for an awful long time. Sounds lonely. I've never heard of a town called Jormungandr.
If this record is really that old, there's no guarantee the town even exists anymore. Yeah, I guess that's true. What about that clear seal crystal? I've never heard of it. The power to banish monsters. Huh. I wonder if it's something similar to a barrier. Do you think it might be here somewhere? Let me see if I can find it. Wow. Das Schiff ist schon 1000 Jahre unterwegs oder irgendwie. Also, ich meine, ich würde einfach mal sagen, der Kristall ist vielleicht genau in. Warte mal, hier ist noch ein Tisch. Oh, Siegeltrunk. Arznei, die versiegelte Art und versiegelte Fertigkeiten heilt. 4000 Gold erhalten, ja moin. Hab ich erstmal alles schön mitgenommen. So, ne, verlassen will ich das Zimmer jetzt hier nicht. Hinaufklettern bringt, glaube ich, jetzt auch noch nichts. So, oh, Piratenhut. Für Carol und für Patty. Und die Piraten, sehr beliebter Hut. Matrose, ahoi. Bringt das irgendwas? Piratenhut. Ach, tatsächlich. Erhöht ein bisschen die physische und die magische Verteidigung. Oder vielleicht doch eher für Patty. Statt dem Karoband. Naja, geht wieder die magische Verteidigung ein bisschen runter. Aber die physische Verteidigung geht ganz schön hoch. So, außerdem ist sie eine Piratin. Kriegt sie einen Piratenhut. Das soll Carol damit. Dieser Quatsch. So. Could this be it? He's clutching something. It must have been very important to him. You think it's the clear seal crystal? Well, it matches up with what was written in that diary. Hey, old man, you go get it. No thank you. What is it with kids today always blurting things out like that? Still a scaredy cat at your age, old man? How are you any different, Patty? Aren't you a little old to be arguing with a child? Here you go. Judith, darling, you've got nerves of steel. Do you think it might be cursed? Hey, this thing's stuck. Monst! Huh? It appears to have the opposite effect. What are you talking about? It's drawing the monsters to us. Here they come! Can you imagine a more fitting captain for a ghost? Ach du Scheiße, Leute, es ist der Fluchwanderer. Ich hab's so gecallt, dass es hier auf dem Schiff irgendeinen Boss geben muss. Und da ist er endlich. Den werden wir gleich mal scannen. Mit einem magischen Auge. Mal schauen, wie stark der Fluchwanderer ist. Oh, okay. Level 27. 73.410 KP. Resistenz gegen Wasser und Finsternis, Schwäche Licht, Art magisch. Also siehst du auch aus, Freundchen, okay. You like the other monsters. I don't think that's a monster. Ha! Faye! Drag it over! Crush it! Lol, was war denn das gerade? Das stand gerade toll, ich glaube, das war wieder diese geheime Mission. Die ich da während so einem Kampf immer machen muss, weil er einfach kurz gestolpert ist. Komm mal her! So. So, der hat doch keine Chance gegen uns. Wir sind doch viel zu imbar. Aber wir sollten ihn trotzdem nicht unterschätzen. So, come on! Mach den Platz! So! Überlimit, jetzt gibt's aufs Maul. Ey, wenn er mich angreifen lässt, der Hurensohn. Aber er lässt mich nicht angreifen. Ey! Ja, Überlimit voll verschwendet, du Hurensohn. Alter, ich komme überhaupt nicht mehr zu ihm, ich kann ihn nicht mehr angreifen. Hörst du auf damit? Mal kacken, du Lappen. So. Das gibt's ja wohl nicht. Ich konnte gerade überhaupt nicht angreifen. So eine Frechheit. I blow you away, Alter. Jetzt aber, komm.
Ja, und jetzt habe ich natürlich keine TP mehr, ja moin. Mann, Juri, du bist so ein Trottel. Du sollst ihn doch angreifen. Wieso greifst du ihn denn nicht an? Mann, ist das so scheiße bei diesem Kampfsystem, dass du einfach nur gestunlockt wirst. Das ist so ätzend. Stirb doch einfach. Okay. Ist er jetzt selber in seinem Überlimit? Ich glaube schon. Warte, Juri, du bist so ein... Ich weiß nicht. Dann gönn dir halt hier so ein scheiß Ananas-Gummi, du Trottel hier. So. Gibt's ja wohl nicht. Ja, hier, der stunlockt mich total, dieser Spacko. Hör auf mit dem Scheiß. Meine Güte, ist der Typ nervig. So. Ne, der lebt ja immer noch. Wie viel hat er noch? Noch 3000. Okay, den haben wir jetzt aber gleich. Der Typ ist echt nervig. Ich meine, da willst du Überlimit machen und... Then what was that? Egal. Wir haben es geschafft. So, geheime Mission abgeschlossen, stand da gerade. Boss besiegt. Feind beim Nachladen niedergeschlagen. Das war's. Da ist er kurz gestolpert. So. Alter, was für ein Huso. Ich meine, da willst du Überlimit machen und du kommst aber gar nicht dazu, weil er dir irgendwie eine Kombo nach der anderen in die Fresse haut und du kommst gar nicht zum Gegenangriff. Richtig frech. So, der Kampf hat nur 2,5 Minuten gedauert, es gibt 900 Gal, 30 LP Rang, plus 22,50, das ist gut. 600 Erfahrung, ja, kann man zufrieden sein. So, dann gibt es noch einen Frevelsknochen und eine Sephira. Und ein Level Up für Estelle. Come on, it's not like we have to settle the score with that monster, do we? Jeez, poor Raven's getting too old for this. Should we give it back to him? I think that's what he wants! I want to deliver the Clear Seal Crystal to Jormgen for him. You what? Would it be possible to add that to the jobs being done by the guild? We can't, Estelle! As a rule, tiny guilds like ours don't take on a new job until they complete the one they're working on. Completing each job to the letter is the way new guilds have to build their reputation. Hmm? Is the guild going to be sent running here and there by another one of this girl's whims? Hey, you don't have to talk to her like that, you know. Rita, wait. Judith, I am sorry, but I want to help him deliver this to the one who was waiting for him. I don't think anyone waits for 1,000 years. Yeah, I'd get sick of waiting after that long myself. I don't think that's what he's talking about. I'll find them. Rita. You all have your hands full looking for Pharaoh and escorting Estelle, right? I'm free to do what I like. Well, I'll come along too, then. I don't mind going either. Hold it! You guys have your jobs to take care of. You know you're gonna end up sticking with us anyway. So I don't see any problem with us helping you out a little on the side. Thank you. Ah, how I envy the vigor of youth. You've got such good friends. You must be so happy, Rita. I'm not happy at all. Really? Huh? Notice something? Looks like there's smoke outside. That might be Tokunaga's smoke signal. I wonder if the Ceres Blasty is working again. Let's get back and check it out! Come to mention it, we won't be able to get back the way we came. We'll just have to see if we can't find a better way out. So, folgendes erworben rote Schachtel. Geheimnisvolle Schachtel vom Geisterschiff. Sie muss etwas Wichtiges enthalten. So, der Behälter. It looks like the case holding the Clear Ciel crystal just won't open. I wish we could make sure it's actually in there, considering the sort of place we found it in. Couldn't you just bust it open with your magic? No, I can't. Right. If we damaged the contents, we wouldn't be able to make the delivery. No. I mean, I already tried blowing it up. This little box is tougher than it looks. I
I'm at a loss for words. Forget it, Estelle. There's not much you can say to that. Anyway, I suppose it makes sense to put something so important in an unbreakable box. Ja, da ständig irgendwelche Boxen in Videogames, wo irgendwas drin ist, was keiner wirklich weiß. Und hier kannst du dir auch nicht sicher sein, ob der Kristall da jetzt drin ist oder nicht. Hoffentlich ist es. Und ganz schön stabil scheint das Ding ja auch zu sein. So, ich würde sagen, wir gehen einfach hier raus. Ah ja, da haben wir zum Beispiel auch eine Truhe. Fies. Überraschungsbegegner, oder was seid ihr denn für welche? Habe ich die schon mal? Ja, Falken habe ich hier schon mal gescannt. Was soll das denn? Pretty good for a dog. Man kann sich hier nicht mal in Ruhe irgendwelche Truhen holen, ohne dass man angegriffen wird. So, Reliquiensymbol. Eine heilige Reliquie stellt mit unter 3% der maximalen KP her und jeder kann das benutzen. Geil. Das ist echt praktisch, aber was genau... Was für eine Art Ausrüstung ist das? Accessoire? Ah ja, Reliquiensymbol. Aber hier haben wir noch die Sephira. Die Figur einer namenlosen Göttin. Rüste dich mit ihr aus und du verdienst 1,5-mal so viel Geld. Ach, das ist das, was ich mir, glaube ich, auch sogar irgendwie herstellen kann. Also bei den... Ihr wisst schon, bei Markt der Fortuna, das kann man ja auch synthetisieren. Na gut, Kriegersymbol. Erhöht den physischen Angriff, das fand ich halt so praktisch. Und ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich so wichtig ist, dass wir noch mehr Geld haben, weil wir haben immer noch über 861.000. Also das ist, glaube ich, nicht so nötig. Abwehrring... Umhang, komm. Ich würde sagen... Hä, wieso geht das da runter? Das geht bei ihm irgendwie runter? Kaiserschutz, blauer Talisman. Wer soll denn das... Sie? Das bringt bei ihm irgendwie... Sind die Werte irgendwie weniger? Das finde ich dann auch ein bisschen komisch. Ach, dann braucht es ehrlich gesagt auch keiner. Leck mir doch. So, wie kommen wir jetzt bitte hier wieder von dem Schiff runter? Ich glaube, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Und dann muss es doch irgendeinen Ausweg geben. Ja, der Boss-Type, der war schon nicht ohne. Ah, hier ist ja nochmal eine Truhe. Mit einem Salbe, ein Heilkraut, erhöht die maximalen KP um 10. Das hebe ich mir noch auf. Ich will doch nur noch mehr von diesem Schiff runter. Und hier ist noch eine Truhe. Mit 10.000 Gold, einfach so. Werden die da oben versteckt. Einfach 10.000 Gold, ja, wenn es sonst keiner haben will, ich nehm's gern. Wie komme ich hier runter? Also ich meine, komplett vom Schiff runter. So, nee, das geht nicht, das geht auch nicht. Also wir können jetzt hier nicht auf irgendwelche komischen Holzbalken... Quer Dings irgendwie rüber? Nee, komm. Geht alles nicht. Oder ist das jetzt nur gewesen, dass wir hier diese Truhen holen können? Weil hier scheint es ja nirgends runter zu gehen. Nee. Nee. So schon mal nicht. Irgendwie. War hier irgendwo was? Nee. Nö, dann müssen wir jetzt, glaube ich, doch wieder über die Leiter wieder runter. Dann müssen wir uns doch einen anderen Weg suchen. Hier zum Beispiel. Huh? Wasn't this locked earlier? I guess we can go back through here. The curse was broken, huh? Don't be ridiculous! Now let's go! Yes, ma'am. What was that skeleton monster? It wasn't the sort of thing we regularly encounter. It could be a creature possessed by spirits that wanders the Aetherum. That can't possibly be it. It's too unscientific. Do you sense anything amiss, Rapide? What'd he say?
I don't know. Looks like we need Yuri to interpret for us. Hey, Yuri! Hold on. There's no need to investigate this right now, is there? Should we have finished it off when we had the chance? Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch egal. Rita hat Angst vor Geistern, hat aber sonst immer so eine große Klappe. If we could just jump down from here, we'd reach the ship in no time. Here. Where did you get that? I thought something like this might happen, so I brought this from inside the ship. I think I'm gonna gag. All right, let's go back to the ship. Oh! Good grief. If the Ceres Blasti has been fixed, that means we can say sayonara to this hellhole. Da hätte ich auch nichts dagegen. So, jetzt sind wir also hier unten und jetzt... Nee, immer noch nicht. Hey, hallo. Runter. Ich dachte, wir sind schon unten jetzt, aber... Hier habe ich nämlich noch eine Truhe gesehen. Und zwar hier drüben. Gibt es noch eine Limit-Trunk? Füllt die Überlimit-Anzeige einmalig ganz auf. So. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, wieder rein. Ey, das ist so umständlich, jetzt hier von Bord zu gehen. Wollt ihr mich verarschen? Ich will doch einfach nur hier runter. Nein. Geht bloß weg. Hau bloß ab. Nein! Die sind so lästig. Hier. Oder komm halt her, du scheiß Frontemistgewurt. Was soll das? Mich einfach nicht in Ruhe lassen können, ja? Können mich einfach nicht in Ruhe lassen. Oh, so. Estelle hat gerade irgendwas gelernt. Irgendwas hat Estelle gerade gelernt. Ich habe es aber nicht wirklich lesen können. Irgendein Arte hat sie, glaube ich, gerade gelernt. Toll. Will ich jetzt mal wüsste, was das war. Wie Auferstehung? Das kann sein. Fortgeschrittener Zauber bringt einen Freund nach einem K.O. wieder auf die Beine. Nutzung nämlich nur eins. Obwohl, Extremstern ist null? Ja, ich weiß nicht. Das wird aber wahrscheinlich eher wieder Auferstehung sein. Whatever. So. Auf jeden Fall bin ich hier mal gespeichert. Jetzt, wo wir das mal geschafft haben. So. Und Leute, wisst ihr was? Da ich jetzt nicht wieder weiß, was da wieder für Cutscenes auf mich zukommen, beende ich den Part jetzt einfach mal hier. Also da, wo er eigentlich auch wieder angefangen hat. Weil hier der Speicherpunkt ist. Wir gehen im nächsten Part dann richtig von Bord. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 23 Minuten. Wer weiß, wie viele Gespräche da wieder kommen. Tales ist ja bekannt dafür, dass es sehr viele Cutscenes gibt und ich muss ja den Part nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bin froh, dass wir jetzt den Boss da oben besiegt haben, diesen Geister-Heini da. Aber wie gesagt, es ist echt nervig, wenn dich manche Bosse irgendwie in einer Combo gefangen halten und du willst ständig zu denen hin, kriegst aber wieder auf die Fresse und kannst nichts machen und dann ist das Überlimit eigentlich auch für nichts gut, weil es dann wieder ausläuft und dann, ja... Habt ihr ja gesehen. Aber ich bin froh, dass ich die geheime Mission bei dem auch geschafft habe. Wobei ich nie eine Ahnung habe, was ich eigentlich machen muss. Das ist eigentlich immer Zufall. Also wo ich weiß, dass ich sie nicht gekriegt habe, war bei dem zweiten Kampf gegen Zagi auf dem Schiff. Da habe ich, glaube ich, die geheime Mission nicht geschafft. Ich glaube, ihr habt mal gesagt, da hätte ich ihn irgendwie von Bord schubsen müssen. Aber keine Ahnung, wie man das machen soll. Ist ja auch scheißegal. Bis zum nächsten Mal jedenfalls wieder bei Tales of Hesperia Definitive Edition, Leute. Bis dann und tschüss.